Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Deutsche A. Hoje eu não estou sozinha. Olha quem está aqui comigo. Hallo, wie geht's? Ich bin Henry und auch von Deutsche A. A gente vai fazer um episódio hoje especial, tentando misturar alemão com português. E aí a gente trouxe para vocês alguns Sprichwörter, que, em português, a gente falaria algumas figuras de linguagem, algumas expressões idiomáticas, essas coisas mais figurativas que os alemães acabam usando muito, e alguns aqui podem ser novos ou antigos, e a gente vai comentar eles hoje nesse episódio. Genau, wir werden also diese Sprichwörter auf Deutsch besprechen, aber Alim wird auch dann nochmal den Sinn auf Portugiesisch beschreiben. So, vamos começar por um, que eu sempre achei meio confuso e talvez vocês também. Also, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Was bedeutet das eigentlich, Henry? Das ist gar nicht so einfach und man kommt auch ganz schön schnell dadurch einander mit der Bedeutung von Wald und Bäumen. Irgendwie besteht ja der Wald aus sehr sehr vielen Bäumen und das man kann es eigentlich so übersetzen das Individuum, ne, das wäre jetzt einer dieser Bäume und das große Ganze, ne, also der Wald. Man sieht den Wald, übersetzt das große Ganze vor lauter Bäumen, ganz viele kleine Individuen, auf die man sich dann konzentriert, sieht man das große Ganze nicht. Also man hat vielleicht ein Ziel, was man erreichen möchte und man hat dort sehr viele Hindernisse auf diesem Weg. Und man fokussiert sich dann so sehr auf diese kleinen Schritte, dass man dieses große Ganze aus den Augen verliert. Man könnte es vielleicht auch auf, die, auf Sprachenlernen beziehen. Man hat vielleicht das Ziel, eine Sprache irgendwie zu sprechen oder zu verstehen. Und dann kommt, weiß ich nicht, der Dativ, der Genitiv und man hat plötzlich das Gefühl, ich kann gar nichts mehr. So würde ich das vielleicht äh, übersetzen. Dankeschön. E é basicamente a mesma coisa, mas se a gente escolhe ver o um monte de árvore, a gente está escolhendo ver a parte menor, os detalhes, e não a parte que é macro, né? Então são essas pessoas que talvez prestam muita atenção aos detalhes e aí acabam perdendo de vista o que é mais importante, o que é o todo ali. E aí eu trouxe aqui para vocês uma reflexão: "Leute, die vor lauter Bäumen nicht den Wald sehen, sind mir". Noch lieber als Leute die vor lauter Wald keine Bäume mehr sehen. Então ele fez um trocadilho aqui, na verdade eu também assumindo que tem pessoas que vão ver os detalhes e para ele, por exemplo, pessoalmente como autor, isso é inclusive melhor do que essas pessoas que estão só vendo macro, macro, macro e perdem de vista as árvores, literalmente uma ótima metáfora na vida. Genau, das nächste Sprichwort heißt: Hast du was, dann bist du was. Und das könnte man auch so wieder aufbröseln, dass man sagt: Hast du was? Also zum Beispiel, man hat viel Geld oder man hat eine gewisse Position in der Gesellschaft erreicht. Das könnte man gleichsetzen mit etwas haben. Ich besitze etwas und dann eben, dann bist du was. Also dann ist man jemand in dieser, ne, in diesem sozialen, in dieser sozialen Umgebung. Also zum Beispiel, man ist ein Geschäftsführer oder man ist generell ein Chef. Der hat dann etwas, der hat Macht, der hat Geld und dann ist man jemand in dieser Society. Ne? Para gente continuar pensando esse esprayvogt que não foi tão difícil, ele é um pouquinho mais óbvio e não por isso menos relevante. A gente trouxe aqui de novo desse livrinho uma reflexão a partir disso. Por exemplo, hast du was? Dann bist du was? na Fraga, desses capitalismos. Fraga, bist du was, dann hast du was, Ist das socialismos? Para a gente refletir se a gente é o que a gente tem. Então, se a gente tem, a gente é. E qual que é qual? Em qual modelo a gente está inserido, pensando, reverberando essas ideias? O próximo eu adoro. Eu já vou introduzir ele aqui em alemão e o Henry vai comentar depois o que ele acha desse Sprechwort. Oft redet, wer wenig zu sagen hat, besonders viel. Also das ist eine Person, die eben viel redet, viele, viel sagt, aber eigentlich gar nichts zu sagen hat. Also leere Worte könnte man dazu auch sagen. Man, es ist, der Inhalt ist völlig, der hat keine Bedeutung, aber man redet einfach nur, um besonders viel eben zu sagen, um nicht eine Silence, uma né? leise situação hervorzurufen, das geht den Deutschen ganz besonders, so dass man immer versucht, besonders viel zu sagen. Bom, aquela máxima, né? Tem gente que fala demais e não tem nada a dizer. E aí, a minha pergunta agora, inclusive, é: Was ist der Unterschied zwischen reden und sagen? Esses são dois verbos que, na verdade, querem dizer a mesma coisa. Ich würde sagen, etwas sagen ist erstmal auch formeller und es ist vielleicht auch basiert auf wenigen Sätzen, also weniger als wenn man redet. Wenn man redet, oh, er redet und redet und redet und redet, also man benutzt sehr viele Sätze. man redet einen längeren Zeitraum und wenn man etwas sagt, dann versucht man etwas auf den Punkt zu bringen und das ist dann eher kürzer mit weniger Sätzen ausgedrückt. Kontinuando falando sobre falas si e discursos si y und sagen, vamos agora para un que tem Wortschatz. Seguinte, sein Wortschatz ist recht klein, doch große Worte fallen ihm ständig ein. Erst einmal finde ich das Wort Wortschatz sehr schön, also so mehr ich mich... Mit der deutschen Sprache beschäftige, finde ich dieses Wort besonders schön, einfach, dass man in einem Wort zusammengesetzt als Kompositor, Wort und Schatz, ne, dass das sozusagen eine Schatztruhe bedeutet, in der eben so die Schatztruhe, in dem Fall der Kopf, man eben diese ganzen Wörter äh, gespeichert hat. Und jetzt vielleicht zu dem Sprichwort: Sein Wortschatz ist recht klein. Bedeutet also, man hat nur sehr wenig Wörter, mit denen man etwas ausdrücken kann, mit denen man etwas sagen kann, einen Satz sagen kann. Also nicht besonders viele Fachwörter vielleicht oder besondere Wörter, ne, sondern einfach nur so Umgangssprache, alltagssprachlich. Und dann, sein Wortschatz ist recht klein, doch große Worte fallen ihm ständig ein. Und große Worte jetzt, ne, das ist irgendwie auch wieder etwas, das muss man sich erst mal so vorstellen. Großes Wort, was heißt es jetzt? Heißt es, dass es groß geschrieben wird oder was ist das? Große Wörter in dem Fall bedeuten eben ein bedeutsames Wort oder bedeutende Worte. Man, man sagt etwas Bedeutsames, wie zum Beispiel auf Englisch zum Beispiel make America great again. Das sind... Ja, vom Wortschatz her, sehr, also sehr einfache Worte, aber der Ausdruck, ne, oder Brasil acima de sind sehr einfache Worte, aber der Inhalt, der dahinter steckt, ist sehr groß. Es hat eine hohe Bedeutung, diese Wörter. Und hier finde ich es interessant, weil die erste Mal, als ich dieses Sprichwort gelesen habe, habe große Worte mit, zum Beispiel, xingamentos né? No português a gente falaria palavrões, e aí esses palavrões são essas palavras grandes que na verdade só querem dizer algo ruim, algo que é um xingamento, e não é o caso aqui. No caso aqui a pessoa tem um vocabulário pequeno, mesmo assim ela tem grandes falas. Ela tem palavras que têm um grande impacto, grossa volta no sentido mesmo, igual essas expressões que o Henry deu aqui de exemplo. So Unser nächstes Sprichwort ist: Wer lange weilt, kommt selten an. Und das würde ich sagen, ist ein Sprichwort, das könnte aus der Arbeitswelt kommen, aus dieser, ne, so Workaholics, die so Motivationsreden halten. Also, wer lange weilt, weilen, verweilen, daher kommt das bedeutet so viel wie sich lange an einer Stelle befinden, zum Beispiel wenn man einen langen Spaziergang macht, da macht man eine Pause, man verweilt am Wasser, um sich auszuruhen. Und wer eben das sehr oft macht, sich sehr oft ausruht, sehr oft verweilt, sich nicht weiterentwickelt, der kommt eben selten an, was heißt selten ankommen. selten ankommen bedeutet eben nicht sein ziel destino das chino also nicht sein sein ziel kann man erreichen wenn man immer wieder eine pause einlegt kommt man nie am ziel an então se eu entendi isso aqui direito em português seria alguma pessoa que fica ali enrolando perdendo tempo ela se demora demais nas coisas ela acaba não chegando no lugar certo ela acaba ali se tornando rara, se tornando zelten, ela acaba perdendo essa chance de chegar mais rápido, talvez inclusive em algum lugar. Seria mais ou menos por aí, certo? Então certo. Primeira vez que eu estou entrando em contato com esse esprint volta aqui, gente, inclusive. E aí, para quem ficou confuso como eu, ver lange weit kommt selten an. É escrito separado porque a gente tem a palavra langweilig, que seria algo tedioso, né? Algo ah, boring no inglês. Isso seria junto, mas aqui langa é separado de weit, que vem do verbo weilen, que significa demorar, se demorar. Então, quem fica ali se demorando, enrolando, não vai chegar onde está querendo. Wer lange weilt, kommt, selten an. E o penúltimo Sprechvoto aqui se chama Dikvar der Wahl. Kvar é o sofrimento e Wahl é a escolha, inclusive a votação, dependendo do contexto. Aqui então, às vezes a gente quer expressar que, puxa, eu tenho que escolher alguma coisa e essa escolha não é fácil. Então eu tenho esse sofrimento, eu tenho esse cargo ali de fazer essa escolha. E ao mesmo tempo a gente sabe que toda escolha, com Kommt. toda escolha vem com alguma consequência, vem com seus ganhos e perdas. Então é mais ou menos essa ideia de que toda escolha vai vir com algum grau de sofrimento, pro bom ou pro mal. Então ali a gente tem o sofrimento de escolher, o sofrimento da escolha, die Qual der Wahl. Ja und um hier noch daraus einen vollständigen Satz zu machen, könnte man auch sagen die Qual der Wahl haben, um das eben auch noch mit einem Verb Trouxe aqui também isso numa frasezinha desse livro que eu já comentei, que é um joguinho de palavras com esse Sprichwort. E aqui seria: Wer die Qual hat, heißt es, hat die Qual. Aber keine Wahl zu haben, ist das etwas eine Lust? Fica aí a reflexão, porque quando a gente tem a escolha, a gente tem o sofrimento. Nee, wer die Wahl hat, heißt es, hat die Wahl. Mas será que não tem keine Wahl zu haben? É um luxo? Não sei. Eu acho que existe die Wahl der Wahl und e die Wahl der keine Wahl. <laughs> so, unser letztes Sprichwort ist so viele Köpfe, so wenig Meinungen. Und... Das schließt sich an an die großen Worte, dass jemand, der große Worte hat, viele Meinungen für sich gewinnen kann. Und so viele Köpfe heißt einfach sehr viele Menschen, ne? sehr viele Menschen mit einem Kopf, mit einem Gehirn und so wenig Meinungen. Diese ganzen Köpfe, diese ganzen Gehirne haben alle die gleiche Meinung, sind alle der gleichen Ansicht. Und das ist zum Beispiel ein Ziel oft in einer Diktatur, dass alle die gleiche Meinung vertreten. Aber das kann auch in einer Demokratie passieren, Menschen, die eben wenig reflektieren, die dann einfach eine schnelle Lösung suchen und dann letztlich alle die gleiche Meinung haben. so viele Köpfe so wenig Meinungen, ist justamente muitas Kabeß, aber wenig. Opiniões, poucos pensamentos. E eu espero que vocês tenham gostado dessas expressões. Se vocês gostaram, por favor, comentem, deem seu feedback. Tem também as estrelinhas aqui no Spotify. Podem perguntar para gente mais expressões, se vocês gostariam de mais episódios como esses. Eu vou deixar as expressões que a gente comentou escritas bonitinho aqui no nosso episódio na descrição também vou deixar o nome do autor e desse livro de onde a gente tirou essas reflexões e expressões e aí eu também deixo o convite para vocês seguirem a gente no nosso Instagram e no nosso canal que eu vou deixar aqui na descrição também. Ja, und schreibt auch gerne mal in die Kommentare oder lasst uns irgendwo eine Nachricht da, wie ihr das findet. Also, wenn Alin auf Portugiesisch spricht und ich auf Deutsch und wir das immer so gegenseitig übersetzen. findet ihr das irgendwie dann stört euch das, dass es immer wieder von einer Sprache zur anderen geht oder findet ihr das zum lernen, weil ich weil man dann immer gleich alles übersetzt bekommt, eben dann auch besser. Das wird mich oder würde uns sehr interessieren. Ansonsten mir hat die Episode sehr gefallen. Ich hoffe euch auch und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Deutschlernen und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.